Die Truma-Heizung. Immer wieder Truma-Heizung. Truma-Heizung. Wir wollen noch mal drauf eingehen. Wir haben ganz viele Anfragen gehabt von Abonnenten bezüglich des kleinen Stators hier, diese elektrische Starteinheit, die immer klickert, woran das liegt mit den Batterien, wo man drauf achten sollte wegen Kontakt. Was hier bei diesem kleinen Regler hier vorne, was bei diesem Regler, worauf das da ankommt, wenn da das Gas nicht richtig kommt. Das war gerade die Kathi da hinten im Bild. Ja, die ist auch mal mit dabei, ne? So zwischendurch fliegt sie da durch. Und wie ihr die Verkleidung abnimmt. Ganz simple Sachen eigentlich, aber wird oftmals nachgefragt bei uns. Und damit ihr euren Wohnwagen, wie hier zu sehen ist, oder hier das Wohnmobil warm kriegt, ja? Damit er nicht friert, das Wetter wird schlechter. Hier sehen wir Lasco, der passt auf. Ja, und wir sagen mal, auf ins Detail, ihr seid dabei, los geht's. Kleine Fehlerquellen bei der Truma, warum springt sie nicht an, ne? Gucken wir hier gar nicht, machen wir erstmal auf. Gucken wir hier zu den Gasflaschen. So. Als erstes drehen wir unsere Flasche auf. Zack. So. Und hiermit, mit diesem Druckmeter, können wir natürlich auch das System überprüfen, indem wir jetzt wieder zudrehen, ja. So, jetzt muss er den Druck halten und wenn irgendwo das System nicht stimmt und der Druck hier abfällt, ja, dann ist was, dann verliert er drinne Luft. Aber das tut es hier nicht, also machen wir die Flasche hier wieder auf. So, und wenn wir hier schon mal Gas haben, dann gehen wir jetzt ins Wohnmobil. Bei uns im Wohnmobil befindet sich hier direkt neben dem Kühlschrank, befinden sich hier die Gashähne. Hier sehen wir die Gashähne. Wir öffnen jetzt diesen Gashahn einmal für das Kochfeld. Können wir auch so rumdrehen. So, dann steht der richtig vom Bild her. Und wir drehen den hier unten von dem Ofen auf. So, den brauchen wir nicht. Kühlschrank lassen wir auch aus. Wenn wir das gemacht haben, schließen wir hier wieder. So, jetzt kann ich hier mal eben gucken, ob hier Gas ankommt. Hört ihr das? Man hört es auch zischen. Da hört man das Gas zischen, das wird funktionieren. Da hört man das Gas zischen und es brennt auch. Und wenn ich den Strahler wegnehme, Gas ist schon mal da. So, wenn ich anzünde und ich lasse los, dann muss er brennen. Und wenn ich den auspuste und er kühlt ab, dann muss er auch ausgehen. Da. Das Klacken, das war jetzt ist er ausgegangen, jetzt läuft kein Gas mehr nach. Und so soll es auch sein. Nicht, dass die Flamme hier, also nicht, dass das Gas weiter ausströmt, wenn die Flamme ausgepustet wird. Diesen Deckel runterzunehmen, ja, das war auch oft die Frage. Wir drücken hier hoch, also von unten hochdrücken, so nach vorne nehmen, nach vorne, ja, so nach vorne nehmen und dann hier unten weg. Hier sitzen so Nadeln, da, Klammern, die hier. Diese Klammern, die müssen unten einhaken, diese beiden, so. Und jetzt gucken wir direkt auf die Truma. Hier ist unser Pinöpel, ja, der hier, der ist ja zum Verstellen, diese Stange hier. Und die steckt ja hier drin. So, damit drehen wir auf und zu, ja. So. Und wenn ihr jetzt ganz genau hinhört, die klickert. Und hier leuchtet auch was. Da sollte was leuchten. Wenn ich jetzt hier aufdrehe, hört ihr das Klickern? Ich mach mal den Strahler aus. Da sieht man das auch glimmen. Ja. Und damit zündet der. Sollte der hier nicht klickern, ja, hier sind Batterien drin. So, und wenn wir hier reingucken und wir holen diese Batterien jetzt mal raus, das hier, das ist unser Batteriefächchen. So.
dieser läuft hier drüber ran. Manchmal ist hier auch so ganz flachen Kästchen dran. Dann hat er hier nicht Kontakt. Hier ist eine Brücke, ne? Und hier steht auch drauf, wie die rein müssen, ne? Plus, minus. Also dieser so rum, ja? Und dieser so rum. So, und hier greift er auf diese Kontakte. Und dass das hier sauber aussieht, ne? Ich habe hier mal einen anderen, ja? So. So einer hier, ne? Gehen wir beiseite. Dieser hier, ja, der ist hier schon oxidiert, ne? Das hier, das sieht man hier ganz gut. Das kann natürlich nicht mehr so gut funktionieren. Wollen wir mal gucken. Ne? So, schalte ein. Passiert nichts, ne? Hören wir nichts. Raus. Den rein. Der klackert da, ne? Sowas geht natürlich nicht. Schon die erste Fehlerquelle. Also die Kontakte hier müssen sauber sein und die Kontakte da drin. Das ist schon ganz oft, ne? Dann ist hier ein Kabel hinter. Auch dieses Kabel, diese Steckverbinder, ne, die hier zum Kasten gehen, das muss natürlich auch sauber gut funktionieren. Aber eigentlich hat man da wenig Sorgen mit. Also da eben auch nochmal die Leitung überprüfen. Und dann, wenn das alles gemacht wurde, den rein. Zack. So, und hier, da ist ja unser Pünüpel drin, ne? Unsere Stange, die steckt hier drin. Und der wird runtergedrückt, ne? Und wenn wir den einschalten, er fängt an zu klickern, wir drehen auf, drücken runter, kommt die Flamme, wir lassen los, da brennt er. Und beim Loslassen muss das da unten, da drinnen, ne? Das hier, das muss gut hochflutschen. Und in dieses Loch, da kann man sonst mal Kriechöl reinsprühen. Ja, hier könnt ihr Kriechöl reinsprühen. Das gucken wir uns jetzt nochmal drinnen an. Jetzt drehen wir ihn wieder zu. Klack. So. Ja, wir springen hier mal ganz kurz rein und denken uns, wenn euch der Film gefällt, gebt uns einen Daumen hoch. Lasko hier vorne wird es euch danken. Und was Lasko sonst so treibt, 30 Sekunden, das gucken wir uns mal eben an. Gebt ihr uns währenddessen einen Daumen hoch oder empfehlt uns weiter oder teilt unsere Videos. Das wäre nett. Und wenn ihr solche T-Shirts haben wollt, könnt ihr bei uns im Shop bestellen. Ja, weiter geht's jetzt. Kommt einmal ganz kurz Lasko, 30 Sekunden, wie der sich eine Scheibe Käse klaut. Eigentlich ganz witzig, haben wir letztens irgendwann aufgenommen. War ganz lustig. Auf geht's, Lasko! Herr, da liegt doch was Leckeres auf dem Tisch. Da liegt doch ein Stück Käse. Verdammt nochmal, wie komme ich denn da ran? Über den Stuhl. Das ist eine Möglichkeit. Von hier aus geht's besser. Achso, Kathi guckt nicht zu. Das ist die Gelegenheit. Jetzt werde ich es mir schnappen. Oh, ist das gut. Ja, der schmeckt gut. Nun, Linzel euch nochmal zu und sagt bis denn. Bis denn. Tschüssi. Ja, hier sehen wir das gleiche Element, nur eben bei der neuen Heizung. So sieht das von innen aus. Hier ist der Kontakt zum Schalten, ne, für das Klackern. Ja, und da sehen wir jetzt, wie der Kontakt schaltet. Ne? Also, und somit nimmt der Strom den Weg über die Zündnadel oder über den Zünder. Jetzt drehen wir hier auf. Da ist eine Schraube und genauso befindet sich hier hinten. Da ist noch eine Schraube. Wenn ihr diesen hier, ne, ganz zurückdreht, ja, dann ist hier so eine kleine Ausbuchtung. Man den hier über diese Arretierung hinwegdrehen. Da. So, und dann kann man den hochnehmen. Diesen runtergenommen habt, dann seht ihr hier ein paar Schrauben. Nachdem uns der Brenner zerfallen ist, setzen wir ihn wieder zusammen. Hier kommt die Feder rein. Das ist ja alles noch geschmiert genug. Hier kommt dieser Vogel rein. So, jetzt wird das da rein.
hier oben drauf. So. Und gut, dieser kommt hier rein. So, der Vogel, der kommt da rein. Also ist so ein bisschen tricky. Also ich würde euch empfehlen, das nicht auseinander zu bauen. So, das Ganze jetzt festhalten. Jetzt kommen die Schrauben da rein. Oh, shit, die ist weg. Den Vogel wieder drauf. Der passt auch nur einmal hier. Ja. So, ja, das kann man dann nach oben hin hier einsetzen. So. So. So, jetzt sitzt er drin. Das ist so ein bisschen reinhaken. Rein geht besser als raus. Ja, also da braucht man eigentlich gar nicht bei diesem Teil. Da auch so ein bisschen Sprühöl reinmacht, dann läuft das direkt rein auf diesen Zylinder. Ne? Aber ihr könnt hier direkt Öl reinmachen. Ja, dann sehen wir da ganz unten diesen Pin, diesen Messingpin. Aber somit ist hier der Weg offen für das Öl. Und dann müsst ihr immer drücken. Immer so, ne? damit das wieder gangbar ist. Kriechöl da rein, ja, und das hilft euch schon. Und wenn der dann, ja, beim Loslassen, ne, dann öffnet der die Gasleitung auch wieder. Das kann man durchaus machen und dann funktioniert das wieder. So, jetzt kommt der Deckel da wieder drauf. Also ich würde euch empfehlen, das nicht auseinander zu bauen. So ist aus. Ja, hier durch das Schaufenster, da könnt ihr die Flamme sehen. So, und jetzt machen wir den Deckel wieder drauf, diesen hier, ja. Das ist immer so ein bisschen tricky. Was heißt tricky? Das ist auch nicht schlimm. Also, wir machen zuerst hier diesen Pinöpel durch. Hier unten sind zwei Klammern, hier, ne, und hier, und die müssen hier einhaken, hier in dieses Blech. Da sind so zwei Ecken, die hier, ja. So, da haken die ein. Ja, der hier ist auch schon ein bisschen. So, und jetzt machen wir den hier durch. Gehen unten ran, drücken. Ne? Na, hier kann man ein bisschen schlecht halten. So. Von unten gegen hochdrücken, oben ran. Genau rückwärts wie das Abnehmen. Ne? Wunderbar. So. Der hier, ja, der Ring, der geht manchmal raus. So. Gucken, ob sie geht. Runterdrücken zum Starten. Da ist sie, ein bisschen festhalten. Da läuft sie. Aus. Gut. Ja, also wenn wir so etwas haben, ne? Das ist ja eine alte Batterie. Hier. Ne? Das funktioniert natürlich nicht. Die hat keinen Kontakt, ne? Die nehmen wir raus und schmeißen die weg in Sondermüll. Hoffen, ihr habt eure Heizung wieder zum Laufen bekommen. Und wenn ja, dankt es uns mit dem Daumen hoch oder sowas. Ja, das waren nochmal so 3-4 Dinge, die wir in diesen anderen Filmen nicht hatten. Wir machen hier oben ja die Verlinkung zu dem anderen Film. Der läuft ja wirklich sehr gut. Der wird ja oft geklickt von der Truma Heizung. Aber das waren so Punkte, da wollten wir nochmal drauf eingehen. Und bedanken uns fürs Schauen und sagen, schaltet wieder ein, wenn es da heißt. Wir gehen ins Detail und ihr seid dabei. Lasko, komm, wir hauen ab. Es ist Feierabend.